Stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 3, Part 1. Und ich fange doch auch direkt mal an. Trophäen werden installiert, ganz wichtig. Und bitte warten. Ich hoffe mal nicht lange, weil ich will ja auch noch spielen. Und ich denke mal, jetzt kommt natürlich erstmal der Abspann, der Vorspann. Ja, wenn der Abspann jetzt kommen würde, das wäre etwas zu früh. Bitte warten. Suche nach gespeicherten Spielen. Ich freue mich so auf Dead Space 3. Wobei ich auch wieder denken muss, das wird wieder so schrecklich. Leerer Slot. Das nehmen wir doch gleich mal. Und dann speichert's. Ja, wenn ich an meinen Dead Space 1 Let's Play zurückgucke und auf meinen Dead Space 2 Let's Play... Das war die schrecklichste Zeit, die ich durchgemacht habe. Ich glaube, so oft bin ich noch nie in irgendeinem Spiel erschrocken. Also, automatisches Speichern aktiviert. Ja, okay. Also, das Spiel speichert automatisch. Planet Cracker freigeschaltet. Danke, dass du Dead Space 2 spielst. Als Dank dafür wurde der Plasma-Cutter Planet Cracker in deinem Safe abgelegt. Oh. N7-Anzug freigeschaltet. Danke, dass du Mass Effect 3 spielst. Als Dank dafür ist der N7-Anzug ab sofort in der Anzugstation verfügbar. Das ist schon mal richtig geil. Aber den werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Außer wenn ich halt dann mal die Chance dazu habe. Und wenn ich mal meinen anderen Anzug, den ich jetzt anhabe, richtig ausprobiert habe. Solo-Kampagne. Bewege den Regler, bis das Logo in der Bildschirmmitte kaum zu sehen ist. Ich will aber, dass es hell bleibt. Ja, okay, ich glaube, so sieht man es kaum. Oder ich lasse es einfach mal so. So ist es, glaube ich, okay. Fortfahren. Oh, jetzt die große Frage. Wähle Schwierigkeitsgrad. Zum Überleben wird ein geschickter Abzugsfinger benötigt. Bin ich geschickt? Ich weiß nicht. Lässig. Die Gegner sind schwach. Mit etwas Anstrengung kannst du überleben. Ja, das ist jetzt die Frage, weil ich weiß nicht. Ich will eigentlich die Story richtig genießen und dass ihr das auch richtig mitbekommt, mache ich, glaube ich, lässig. Ich weiß nicht. Hoch. Ich mache normal, Leute. Ich glaube, das wird einigermaßen machbar sein. Und jetzt bin ich leise. Alles begann vor 300 Jahren. Mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu versprechen, bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich, doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unserer allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clark. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers.
Isaac wurde von Earthgov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Spraw. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Spraw blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clarke, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. Okay, und jetzt lädt's. Und jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Mein Gott, aber okay. Ja, wenn ihr die Bilder gerade schon wieder gesehen habt, ich hab gerade schon wieder sowas von Angst. Ich scheiß mir gerade schon wieder fast in meine Hose. Aber okay. Jetzt geht's los. Electronic Arts präsentiert. Eine Visceral Games Produktion. Dead Space 3. Juni 2314. Von einer? Hier Whiskey 250. Von einer? Hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Nur dorthin, schnell, hören Sie? Sie müssen dorthin oder haben Sie es verloren? Jetzt sagt bloß, ich kann mit dem spielen. Okay, also, das ist jetzt ganz sicher nicht Isaac Clarke. Drücke und halte R3. Okay, also da kann man nach dem Weg gucken, wie in Dead Space 1 und 2 auch. Und wir müssen jetzt irgendwas finden. Bloß was. Ich muss ja hier lang, ist richtig? Okay, immer geradeaus. Okay, Tim. Du schaffst das. Er zählt auf dich. Du bist doch Soldat, oder? Richtig. Die Waffe ist nicht mehr geladen. Okay. Meine Waffe ist geladen. Und mal gucken, wann ich sie benutzen muss. Ich hoffe mal nicht jetzt gleich, weil ich habe Angst. Vor allem hier sieht man schon wieder kaum was, weil der Schneesturm, der macht alles nicht erkennbar. Ich bin doch... Ah, okay, jetzt läuft das schnell. Alles klar. Okay, oh, was ist das? Halte L2 gedrückt. Ja, hab ich. Ach so, zum Rennen. Ja, jetzt. Ich hab grad gedacht. Halte L2 gedrückt. Okay, was sieht man hier? Eine riesige Station, für was auch immer. Hey Doc, ich hab's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Okay, dann muss ich jetzt wohl hier rein. Ja, drücke R2, um auf Leichen und Container zu treten. Ah, endlich. Munition.
Position. Viereck, um nachzuladen. L1, um zu zielen. Und drücke R1. Okay, also mit R1 schießt man. Alles klar. Ach, da muss ich jetzt drauf schießen, oder wie? Ah, okay. Heilige Scheiße! Doc, ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Ja, ich muss erst mal kurz rein. Alter Fuck. Wenn das jetzt schon wieder so anfängt, ey. Oh, ich sterb gleich. Mein Herz schlägt gerade. Wie nie zuvor. Ich muss da rein, oder? Ja. Nee, ich muss nicht da rein, ich muss da lang. Huh. Alter! Whoa. Ah! Sag mal! Boah. Das geht ja schon mal wieder sehr schön los. Ich habe keine Heilung. Okay, jetzt habe ich Angst. Und das war ja klar, dass ich hier jetzt hoch muss. Drücke X. Okay, hier ist zum Glück nichts. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Doc, ich hab ihn. Ach du Scheiße. Tim, wo sind Sie? Hey Doc, ich bin an einer Felswand. Aber ich habe, was immer das ist. Der Codex. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Silo und halten Sie keinesfalls an. Bewege den Knüppel da, um dich abzuseilen und drücke L2, um zu springen. Okay, alles klar. Es geht los, Leute. Dead Space 3, der Anfang. Spring! Alter! Ich bin fast tot! Ach, ich kann ausweichen! Oh! Ja. Ach, hallo. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom?
Und, ja, ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Fremder in einem fremden Land. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich hoffe nur, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Scheiße, erschuf ich. Die Regierung zwang mich. Und sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Harry. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Kapitel 1. Jähes Erwachen, Isaacs Apartment. Aber bevor es weitergeht, werde ich den ersten Part von Dead Space jetzt beenden, denn der geht schon 19 Minuten. Eigentlich wollte ich den bloß 15 Minuten machen, aber ich rede jetzt auch nicht mehr, sonst wird er noch länger. Aber das macht doch schon mal Lust auf mehr, würde ich sagen, und ich hoffe, wir sehen uns in Part 2. Ja, also bis zum nächsten Mal. Bis zu Part 2. Ciao.